Hallo liebe Pixels und Pixies, mein Name ist Aha und herzlich willkommen zurück zu Total War Warhammer 3. Und nachdem wir den Prolog abgeschlossen haben, kommen wir nun endlich zur Kampagne. Und nach diesem Twist möchte ich unbedingt wissen, wie die Kampagne aussieht. Und ich habe auch schon ein Volk ausgesucht. Ein besonders cooles. Vielleicht könnt ihr erraten, welches. Okay, fangen wir an mit der Kampagne. This world has been sundered by a tide of arcane energy. The winds of magic turned into a maelstrom. The Tome of Fate drew me north to find out why. It guided me to a distant fortress steeped in blood. Mm-hmm. Yeah, yeah. A battle was fought there. Though long over, the spirits still lingered. Viele Tote waren schon, aber so viele Tote. In the shadow of a broken portal, the trail ended. It was here the Tome conversed with the dead. They told of Ursan, the bear god of Kislev, lost in darkness. A noble prince ventured to save him, yet he strayed from the path and was corrupted by chaos. Savior became executioner. A single shot, bound in faith forsaken, pierced Ursan's heart. And so the bear god roared. The tide that broke the world. Spirits, where lies Ursan now? Is he here, in the north? Beyond the maelstrom, in the realm of chaos, on the Forge of Souls. Is he alive? Wounded and dying, imprisoned in its shadow. What shadow? A demon's? A master of the dark. I knew who shackled the bear. Bellacor. Oh. Wenn ja, habe ich jemanden, der so heißt. Aber der ist nicht einer der großen Übel, glaube ich. Only a fool would challenge Bellacor. And yet, the power of a dying god, there is no greater prize. A mere drop of Ursan's blood would break my curse, ending my servitude to this accursed book. Free to profit from its secrets. But Ursan is locked in the Forge of Souls, deep in the realm of chaos, and I cannot enter this nightmarish domain. All routes have been sealed by the maelstrom. There must be a way. The Tome unveils a spell to summon a portal. One to bypass the maelstrom and create a door into chaos. Knowledge to bargain, for I need an ally. One who is tempted by the power of the Godbear and can withstand the horrors within. So eine Kampagne würde man doch wirklich gerne mal spielen mit. Aber die gibt's hier nicht. Ja. Also Kislev hatten wir schon. Der Dämonenprinz, ne? Ja. Fressen, fressen und fressen. Sicherlich etwas, womit man sich anfreunden kann. Gemütlich, die Herren. Blut für den Blutgott! Seuchen für Papa Nörgel! Lust und Verführung fürs Lernen und aber das ist nicht mein Weg. Mein Weg ist Harmonie. Groß, Reich, Kust, Kaiserreich, Kartei. Hinter den Trauerbergen jenseits der Steppen liegt das sagenumwogene Kaiserreich von Kartei. Jene, die den Osten bereisten,
erzählen nach ihrer Rückkehr von Städten aus Jade und goldenen Agude und sie übertreiben nee. Sie berichten von seltsamen Kreaturen wie schlangenartigen Drachen und gewaltigen Steinwachen, sowie von flägernden Himmelsschunken, die farbenfrohe Feuerkraft aus dem Himmel niederregen lassen. Doch vor allem berichten sie von den ehrfurchtgebietenen disziplinierten Armeen, die voranmarschieren, um die Reiche zu verteidigen. Tausende ergebene Fußsoldaten, die unentschuldig in ihrer Treue sind und den Rhythmus des Krieges wie eine keine andere Armee verinnerlicht haben, dass ihre Armeen gen Norden die große Bastion besetzen, zu gegen die Mächte der Verderbnis verteidigen, es war wirklich ein Segen. Denn sollte der himmlische Drachenkaiser seine Regionen gegen die Nationen im Westen richten müssen, durch Konsequenzen ungeahnter Ausmaßen. Harmonie bildet ein Gleichgewicht aus Yin und Yang, um Harmonie zu erreichen und mächtige Effekte mit sich bringen. Kompass richtet den Wujing-Kompass aus, um Katai vor Gefahren zu schützen. Nördlich der großen Bastion. Elfenbeinstraße erlangt Wohlstand, indem ihr Karawanen mit ihrer Fracht in ferne Städte des Westens sind. So, das letzte Mal, dass ihr mich so hört. Und dann würde ich sagen, First Daughter of the Celestial Emperor. Fehlt hier nicht was? Supreme Master of the Storm. Ich dachte, es gäbe noch einen. Okay, sagen wir mal, Kampagne starten mit Mao Jing. Das Großkaiserreich ist das Land des himmlischen Drachenkaisers. Bevor das Chaos diese Welt zerstörte, lernte der himmlische Drache Menschengestalt anzunehmen. Um seine Herrschaft zu unterstützen, nahm er sich eine Gefährtin, die Monddrachen, und hatte 9 Kinder mit ihr, die Herrscher über den edlen Provinzen Katais wurden. Und diesen 9 wurden 4 bereits an die Zeit und durch Feinde verloren. Mao Jing, die Sturmdrachen, war die Erstgeborene und erhielt die Ehre, die nördlichen Provinzen zu regieren und die Verteidigung Katais als Kommandantin der großen Bastion anzuführen. Die Raubzüge des Chaos nehmen kein Ende und die Bastion steht unter Druck. Die Macht eines Gottes könnte vielleicht dabei helfen, die Grenzen Katais zu errichten. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, die Sturmdrachen in die Reiche des Chaos zu locken. Ich reise gen Osten, um eine Audienz zu erbitten. Kurzer Hinweis, ich habe es schon ein paar Mal getestet. Nach dem Intro wird ein Überflug über Katai erfolgen. Und der ist cool. Und das, was ich sehe, ist flüssig. Ich kriege es aber unter keinen Umständen eingestellt, dass es auch flüssig aufgenommen wird. Danach kann ich euch versprechen, geht es ruckelfrei weiter. Auch die Kämpfe sind ruckelfrei. Das habe ich alles schon getestet. Aber den kleinen Disclaimer möchte ich jetzt mal in der Mitte raushauen. Lasst euch davon nicht abschrecken. Es ist wirklich nur diese eine Überflugszene. Ich weiß nicht warum. Ich werde sie trotzdem ruckelnd durchlaufen lassen, weil sie einen wichtigen Hintergrund gibt zu dem, was in der Story passiert. Beziehungsweise, was meine ersten Aufgaben sein werden. Jetzt warten wir nur noch darauf, dass das sich hier zu Ende bastelt. Und wir gucken uns die schönen Armeen Katais an. Hier. Die Musketenschützen. Das ist so geil mit diesen. Das ist ja auch immer so cool, dass sie in der Warhammer-Welt ja auch wirklich denken: Okay, wir müssen halt nicht auf Material oder sowas Rücksicht nehmen. Wir können halt Verzierungen einfach überall anbringen. Überall. Hier, diese Pferdemaske. Ich weiß nicht, ob man das damals so gemacht hätte, aber das hätte man niemals so gemacht. Niemals. Wäre ein viel zu deutliches Ziel gewesen. Klar, das macht man. Man färbt die auch ein. Das hat man schon gemacht. Damit sich die einen von den anderen unterscheiden und man durchaus gewusst hat, okay, die gehören zu mir, die gehören zum anderen. Boah, und allein der Terrakotta-Krieger im Hintergrund ist riesig, also groß ist ja das eine, aber der Terrakotta-Krieger ist gigantisch. Der ist wirklich nochmal eine Hausnummer größer.
Also nicht nur ein Haus größer, sondern ein Schloss größer. Ich mal sagen, fahren wir fort. Grand Cathay, a vast empire to the east, ruled by powerful creatures, dragons who can inhabit human form. Ja. Also. You are gravely mistaken. We have no interest in a mere god's power. No interest in power to use against the forces of chaos? I am Yao Yi, the storm dragon, older than the gods themselves. Hm. You are here for a greater purpose. Ah. Für welchen größeren? This map shows the energy of all things. Oh, there should be harmony, but the world is unbalanced. My younger sister, Shenzu, bringer of light and hope. She ventured beyond the Norsken Mountains, but was lost. Without her, without her light, darkness prevails, and our family has no comfort. Though I feel your loss, the Dome of Fates provides no insight to your sister's whereabouts. Ursa knows he witnessed her fate. Then why does he not tell you, Iron Dragon? There is mistrust between dragons and gods. If we save Ursa, he will tell us how to find Shenzu. Let me serve you, mighty dragons. I can reach Ursa. Lead you to him before it's too late. For one drop of his blood. Your destiny is to guide us. The armies of Cathay must breach the maelstrom and march into chaos. Balance will be restored to the world when Shenzu is returned to you. Okay. Okay. Was? Unser Ziel ist klar. Um die verlorene Schwester zu finden, müssen wir den Bärengott anhören, bevor er zum Mythos wird. Alles klar. So, jetzt. I am the anointed guardian of the Great Bastion. Any breach brings great dishonor upon me. Das ist leider nur der Berater übersetzt. Ich hake kurz auf während der Zeit. Ja, große Matriarchin. In der großen Bastion existiert tatsächlich ein Riss. Die Heere des Zen dringen durch die Ruinen des Schlangentores ein und haben den Terrakotta-Friedhof übernommen. Auch an anderen Orten wird die Bastion durch die Streitkräfte des Wandlers bedroht. Den schrecklichen Xianxi, wie ihr ihn nennt. Doch trotz der Angriffe gibt es noch tapfere Verteidiger, die euch treu ergeben sind. Unterstützt sie, und sie werden freudig mit einer ehrwürdigen Drachin konföderieren. Ja. Ihr werdet solche Verbündeten brauchen, denn auf der anderen Seite der Mauer lauert die größte Gefahr. Die ewige Belagerung dauert an, denn die dunklen Mächte lechzen immerfort. Dort wartet auch der Drahtzieher dieses Übels. Kairos Schicksalsweber bezwingt das dämonische Orakel, bevor es die Bastion stürzt. Schicksalsweber ist tückisch und diese Invasion nur ein Teil seines Plans. In den Minen von Nangyang lässt der bösartige Einfluss des Wandlers Unruhen schwelen. Schlagt sie schnell nieder, um eure Autorität zu stärken. Bevor wir diesen Kampf in die Reiche des Chaos verlegen können, müssen wir die Harmonie im Großkaiserreich Cathay wiederherstellen. Es gibt viel zu tun. I think only of the Great Bastion. So, die Eigenschaften, die Harmonie. Jede Entwicklung im Cathay steht in einem Klang Yin und Yang. Basierend auf dem Gleichgewicht der beiden Kräfte erhaltet ihr Boni oder erleidet Strafe. Wujin-Kompass. Der Wujin-Kompass beeinflusst die Hände der Magie, um Cathay die um Cathay wählen.
die Erde des himmlischen Kaiserreichs, können seine Macht nutzen, um ihre Verteidigung zu stärken, ihre Ländereien zu bereichern oder herrliche Magie in die Wüsten zu wenden. Elfenbeinstraße. Katayanische Fraktionen können Handelskarawanen auf die gefährliche Elfenbeinstraße nach Westen entlernen. Für den Erfolg der Expedition müssen Entscheidungen getroffen und Herausforderungen bewältigt werden. Weitere Informationen über Partei gibt es hier. Agenten des Schicksalswebers schüren das Feuer der Rebellion. Solch Aufruhr darf Nangao nicht erreichen. Mein Greif! Greift der Elfenreiter an! Besiegt die Armee der Flaggenden Fraktion im Gefecht. Die Bandführer von Anyan. Beschreibung. Aus dem Wind von Anyan nähern sich feindliche Rebellen, die unter dem bösen Einfluss des Chianti stehen. Also, die Marionette eines Schicksalswebers sollen für Unfrieden sorgen, während er die große Bastion angreift. Doch die Knechte entschuldigen nicht. Doch die Knechtschaft und entschuldigt nicht ihre Ungehorsam. Der Zorn des Drachen erwartet sie. Wählt mit der linken Maustaste seine Armee aus und befehlt berechtigt den Angriff. Mit den Informationen über Schlachtinhalte, die Schutzkampf gemacht haben sind. Und Helden rekrutiert Astromant. The Bastion can never be breached. Wir haben eine Himmelsschunkel auf unserer Seite. Die Harmonie wird gewährleistet werden. The Storm Dragon. Armbrustschütze. Singlischen Drache. Und mein Bogenschütze. Warum anders? Der Krieger, ja, der Krieger. Himmlische Drachenwache. Und Mao Jing. Legendärer Kuma. Wrath of the Dragon. Achso, denn den Krieg zählen. Ich, der Sinnland. Wenn Krieger der Gruftkönige auf die Schlachtfelder fallen, treten ihre Geister ins Reich der Seelen. Seelen, die Gruftkönige. Noch gibt es nicht einen einzigen Krieg zwischen Großkartei und den Gruftkönigen. Sie sind für uns nur vage Gerüchte. Nichts, was das Reich von Großkartei betreffen müsste. Wir müssen uns um Long Changguan kümmern. Diesen ehrlosen Rebellenführer, der sich verführen lassen hat von seiner Macht. Wir spucken auf seine Armen. Wir spucken auf sein Volk. Wir spucken auf seine Anführer. Diese Armee wird zerschmettert werden. Ja. Stellung gestattet. Die Truppen, die euer Feind zu Felde führt, sind zahlreich und vielfältig. Wenn ihr in der Schlacht obsiegen wollt, müsst ihr ihre Stärken und Schwächen kennen. Oh mein Gott, diese Reichweite, er ist gigantisch. Crossbowmen! Ich liebe es. Stone and Steel! Defenders of Cathay! Minds at one! Archers! Ah.
Masson und sie drücken sich an die Grenze stellen. An die Grenze des Möglichen. So, haben wir hier unsere Ferne, um überraschend auf die Fernkämpfer zu rennen. Wir haben die Fernkämpfer, die den Nahkämpfer bombardieren können. Ich denke, wir sind bereit. Praise the dragons! Er kommt. Wir sind bereit. Zum Versehen. Move in formation! Sent by dragons! Seeking Cathay's foe! Marching as one! Bringing harmony! Move as wind! The Emperor's will! Repositioning. Move in formation. It is waiting. Seeking Cathay's foe. Yeah. Shenyang sends us wind and fire. Restore order. Horsemen sent by dragons. March in ordered ranks. Will of the dragons. Positioning. Sieg. Guided by ancestors. Minds as one. Peasant archers. Store and steel. Peasant horsemen, defend the realm! Bringing harmony! Marching as one! The storm dragon! Horsemen! Celestial fury! By celestial decree, never conquered. They will perish. You peasant horsemen, with pride. Shame and disorder. Ich versuche einen so viel zu zerstören, wie es ja geht. Und die himmlische Schunke ist wirklich grausam. Das ist keine Schlacht, das ist eine Himmelrichtung. You accept this harmony. March in ordered ranks.
Repositioning! Attack in unison! Fight has won! Shame and disorder! Stone and steel! This is the Emperor! Seeking Cathay's foes! For the Moon Dragon! Gain your honor! The Emperor expects! You accept this harmony! Move as wind! Defend the realm! Marching as one! March in ordered ranks! By celestial decree! This shames the Emperor! Harmonious wrath! Yeah. Harmony denies us! Okay, Gefecht beendet. Dieses Gefecht haben wir eindeutig gewonnen. Verlust. Eins, Verlust. Den Großteil. Sieg. Beute. 845. Ha! Artefakt, Schriftrolle des Astromanten. Erfahrung erhalte. Na, fast ein ganzes Level. Wir haben jetzt Auswahl. Die Gefangenen hinrichten, verehren oder Gefangene begnadigen. Wir werden sie hinrichten. Denn nichts dulde ich weniger als wenn man mich nicht unterstützt, und dann unterstützt man nicht Katai. Alva, dieser Charakter hat sich euch als mächtiger Verbündeter angeschlossen. Fügt ihn eurer Armee hinzu. Astromancer of Grand Cathay. Only Shen Yong could do that. Der sich immer weiter aufspaltet.
und der immer weiter. Yin und Yang. Harmonie. Jadestellung. Das zählt für Jadekrieger und Jadeschütze. Unterschied ist die Yin. Ist das für Heldenakt? Bist du für alle Krieger? Ich hab meinen Mund schützen. Ja, mit Schild. Ah. Ich weiß eh, wie der Kram für mich arbeiten könnte. Weniger Korruption. Mumi. Mit unserer Funktion das Banner von Feng Ji. Nun gegen Psychologie. Wenn wir uns das so angucken. Dynamische Bildung. Rang des Kommandanten bei Rekrutierung plus 3 für Karawanemeister. Rang des Kommandanten bei Rekrutierung plus 3 für der Provinz. Die Winde. Die wollen ja gearmt schützen. Den Kapazität plus 1, was du meintest. Rennerei des Jahren. Es gibt viele Verbesserungen für meine von Fernkampfeinheiten scharfe Schrapnelle. Schade, dass wir uns auf dringende Geschosse bis 50 Eisen Hagel schützen. Ah. Segen des Drachenkaisers. Aha. Sehr gut. Wollt mehr Sehung im Leben. Ah. Rüstungsdurchdringende Geschosse. Ich weinte. Bolzen. Die Technologien werden uns viel Freude. Viel Freude. Wir wollen beides. Wir wollen also für viel Harmonie sorgen. Für viel Yin und Yang. Gut, 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 da würde ich sagen, fangen wir. Und Schwerträger sind mir nicht so wichtig. Diesmal Lust ist schon zu reduzieren. Ihre Ungewissheit liegt in den ersten Entscheidungen. Aber den großen Überfluss von Yin. Auch ein Pain. Also warten wir hier hin. Das wird bedeckt. Und dann auf die Jadestellung zu gehen. All Cathay will benefit. Damit sind wir angekommen am Ende des ersten Videos. Im Großkaiserreich. Natal. Die erste Schlacht ist geschlagen. Die Einheit schreitet voran. Wir werden den großen Weber des Schicksals fertig machen. Wir lassen keine Risse der großen Bastion. In diesem Sinne, wir hören uns auf der Rettung. Sehen uns. Nächstes Video. Viel Schlachtenblut. Wünscht euch euer Antmann.
Ewige Harmonie und sehr geehrter Drache begleiten euch auf dieser Endcard. Darum seht ihr oben links ein weiteres Video, oben rechts die Möglichkeit, den Kanal zu abonnieren, unten rechts die neuesten Trailer und unten links die Shorts-Playlist. Wir sehen uns auf den Schlachtfeldern.